So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Hier ist ein Kollege von Klaus. Heute tun wir das nächste Fahrzeug auf. Ja, beim ersten Video hat es nicht so funktioniert mit der Tontechnik, aber diesmal hoffe ich, dass es diesmal funktioniert, dass der Ton perfekt drüber ankommt. Und ja, Leute, heute tun wir, wie gesagt, ein Auto auf, was der Klaus noch nicht hat. Ich hoffe mal, diese 7.200.000 noch was müssten reichen für diesen Wagen, weil er kostet schon alleine 1,8 Millionen. Wir bestellen ihn uns in Schwarz. So, eine kleine Info von ihm. Vor langer, langer Zeit war es möglich, die amerikanische Wildnis mit einem Planwagen, einer ordentlichen Portion Optimismus und einer Fick-Dich-Einstellung zu bezwingen. Seitdem hat sich nicht viel verändert, aber heutzutage können Sie den Planwagen gegen ein Modell mit robustem Fahrgestell und massiver Federung austauschen. Wir präsentieren den leicht gewichtigen, geländetauglichen, unendlich strapazierfähigen, gefährlich fähigen Wapit Rathel. Alles, was Sie mitbringen müssen, ist die passende Einstellung. Ja, Tempo geht, Beschleunigung geht auch. Bremsleistung ist ein bisschen schwach, Transaktion ist ein bisschen mittelmäßig. Und ja, Leute, komm, wir bestellen ihn uns mal. Ich sage mal, wir bestellen ihn uns in der Agentur. So, gekauft. Wunderbar. Warten wir nur, bis das Auto geliefert wird. Ihr Fahrzeug wird demnächst geliefert. So, jetzt müssen wir nämlich auf die Meldung warten, dass es geliefert worden ist. Und ja, denn können wir das Auto auch auftunen, ihr lieben Leute. Ich habe gesehen, dass Klaus ein paar TikTok-Videos hochgeladen hat. Schaut euch die gerne mal an, die Live-Matches, ja. Also die sind wirklich empfehlenswert, die TikToks von meinem Kollegen Klaus. Ja, guckt euch das gerne an, wenn euch das interessiert. Ja. Checkt auch die anderen Videos auf dem Kanal hier aus, um nicht mehr weiteres zu verpassen. Abonniert ihn, aktiviert die Glocke und ja, das Auto ist angekommen. Wie ihr seht. So, wir werden jetzt dieses Auto auftunen. Ja, wir sind jetzt zur Agentur gelaufen, Leute. Mittlerweile weiß ich jetzt, wo mein Kollege die Fahrzeuge zu stehen hat. Beziehungsweise, wo er noch Platz hat. Weil, guck mal, hier ist noch der Champignon. Ist das der Champignon? Ne, das ist das Dinger GT, den wir letztes Mal getunt haben. Wo wir keinen Ton rausgekriegt hatten, habe ich nämlich nachhinein im Video gesehen. Und ja, wenn wir mal gucken, ne? Also erstmal werden wir wieder die 20.000 auf dem Konto überweisen. Was ich gesehen habe, wir haben 20.000 auf der Hand. Ach, 2000 sogar. Wunderbar. Egal, machen wir 2000 noch dazu. So haben wir 5,3. Ich hoffe, das reicht. Ja, das war mein nerviges Telefon. Tut mir leid. Okay, das ist nicht hier oben. Okay. Entweder ist es unten oder ganz unten. Wir wissen es nicht, Leute. Ach nee, da ist er schon. Der Rattel. Ja, ich habe ihn auffällig schwarz getunt. Ja, genau. Fahrzeugwerkstatt benutzen. Genau. So, Panzerung, natürlich. Alles. Bremsen, alles. Bam. Achso, das ist die hier. Aluminium, Chrom. Komm, ich mach mal Chrom. Motor. Besten Motor natürlich. Ach, hier so eine rostigen. Ich denke mal, wir nehmen diese hier, wa?
Guck mal, da gehen sogar die Klappen hoch. Okay, nehmen wir den hier. So. Hupe. Ne, die nimmt er immer meistens, ne? Ja. Genau. Lichter. Xenon. Das. Anordnung, das. Der nimmt er immer. Oh, ist gelb. Und ja, die Lampen sieht man ja sowieso. Ja, es geht. Man sieht die einigermaßen, ja. Design. So, was haben wir für Designs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück hat er. Okay. Ne, wir werden mal keinen nehmen. Lackierung. Erstmal. Das hier, ne? So. Das machen wir hier auch. So. Weil natürlich alles in Gold, Leute. Ausstattungsfarbe. Das soll gelb sein. Mehr sieht man nicht. Komm, nimm mal das hier. Das Renngelb, das passt zu dem Auto. Der sieht nämlich fast gleich aus, ja. So. Dach. Sonnenblende. Lichtleiste, Sonnenblende und Lichtleiste. Das hier. Nehmen wir jetzt die oder nehmen wir lieber die? Aber wir nehmen die. So, Spoiler. Ich denke mal, wir nehmen den hier, wa? Ja. Wir nehmen einfach den. Getriebe, natürlich Renngetriebe, Turbo natürlich, Reifen, Reifenverbesserung, ja, den hier, schusssichere Reifen, genau, Reifenqualm, gelb, bei Gold gibt es ja leider nicht, Reifenmuster, also muss man erstmal Dings, ja, Dings, das ja ein Geländewagen ist. Machen wir da jetzt noch ein paar schöne Felgen drauf. Hier, warte mal, wo waren hier diese Dollarfelgenreifen? War es bei hier Luxuswagen? Oder bei Lowrider? Ah, hier. Dollarzeichen. Ja. Felgenfarbe. Orange. Granatrot. Gelb. Ich guck mal, ob ich hier wenigstens Gold machen kann. Oh, leuchtenblau, suchen wir in Tieren das Blau. Ne, wir suchen aber Gold. Ne, Gold kann er tatsächlich noch nicht machen. Er muss ja erst 25 weitere Rennen machen. Mit der Klasse. Ja, okay. Haben wir wenigstens Gelb hier bitte. Gelb, 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 gelb. Hier. Nur das Gelb halt nehmen. Ja, muss der Rentner halt. So natürlich. So. Schusssichere Reifen haben wir schon. Ach ja, stimmt. Fenster hat ja nicht, wegen, weil das ja Dings ist. Ja, gut.
Okay. Dann werden wir mal die Werkstatt verlassen und werden mal das Auto testen, ihr lieben Leute. Ja, der lässt sich gut fahren. Bremse ist auch gut. So, warte mal. Bevor wir uns das weiter angucken, werden wir erstmal eine Highspeed-Strecke machen zum Flughafen. Ja, nicht Highspeed-Strecke, aber ihr wisst, was ich meine. Wir werden das auf dem Flugplatz jetzt testen, das Auto. Ja. Um es mal vom Speed so zu sehen. Ich meine, ihr seht ja auch so, was der abgeht. Da geht schon einiges ab, ja. Aber guck mal, Lenkung ist mega, mega gut, würde ich sagen. Ja, also ja, gut, haben gerade ein Autorennen gemacht. Wir haben es auch ein bisschen eilig und so, ne? Das Video sollte ich ja nicht so lange in die Länge ziehen. So. Auf jeden Fall. Folgt meinen Kollegen Klaus auf all seinen Kanälen. Er würde sich mega drüber freuen. Ja, er ist auch bei TikTok. Tatsächlich. Wie er auf TikTok heißt, ist in den meisten Videos in der Beschreibung. Ja. Also könnt ihr gerne bei TikTok bei ihm vorbeischauen. Supportet ihn bitte. Er braucht den Support. Mehr als jeder andere hat ihn verdient. Also er hat ihn verdient. Mehr als jeder andere. So meine ich das. Ja, er braucht euren Support. Ja. Also Leute, macht bei ihm die ganzen Likes voll, kommentiert positiv bei ihm in Kommentare und ja, folgt ihm wie gesagt auf all seinen Kanälen und ja, ne? So. So. Würde ich sagen, warte noch ein Stück zurück. Wir testen ihn jetzt erstmal auf Geschwindigkeit, ja? So. So. Einfach nur geradeaus. Ja, das war schon nicht schlecht. Von der Schnelligkeit her. Ich meine, gut, für einen Geländewagen, ja. Es ist ja eigentlich auch nur ein Geländewagen, der auf dem Gelände halt fahren muss. Wisst ihr, was ich meine? So. Jetzt gucken wir uns gleich mal die Bremstechnik an. Wie gut er bremst. Ja, ihr lieben Leute. Die Bremstechnik testen wir jetzt auch. Ja. Bremstechnik ist gut. Die Bremstechnik ist gut. So, da wir jetzt aber auch mal auf dem Gelände fahren müssen, heißt das, kurz gesagt, wir müssen mal zum Gelände hin. Komme ich hier durch? Nee, natürlich nicht. So, Rockstar Games. Ich teste ihn kurz auf dem Gelände. Also auf Berg und Tal und so. Wie der da so fährt. Und dann hoffe ich, dass ihr euch dieses Video anguckt. Okay, das Tor geht nicht auf. Dankeschön, Rockstar Games. Dass das Tor extra nicht aufmacht für mich. Aber das Tor geht auf, das ist wunderbar. Ja, Junge, den fick mich doch. So. Ja, okay. Man hat gesehen,
Vielleicht um die Ecke gedriftet, ja, aber nur weil ich auch gedriftet bin, weil ich die Taste dafür gedrückt habe, um zu driften. Und jetzt die Federung? Ja. Federung ist schon gut, muss ich sagen. Ja, okay, jetzt leckt es kurz. Es hat gerade kurz geleckt, Leute. Seid mir nicht böse, aber das ist hier die PS4-Version. Da kann es schon mal sein, dass es mal lecken tut. Und ja, genau. Oh, 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 oh. Habt ihr es gesehen? Also manchmal ist er doch manche Ecken zu machen doch nicht wirklich so gut. Ja. Also ja. Wenn man so schnell um die Kurve fährt, dann kann er das nicht gleich so händigen. So meine ich das. Versteht ihr, Leute? Also eigentlich ist das schon recht gut beim Fahren. Aber halt, wenn man so schnell in die Kurven geht, bricht das so schnell aus und leidet dennoch übelst. So, weg hier. So, wir haben ja hier vorne einen Berg, ne? So, warte mal kurz. Nein! Ich wollte nicht aufsteigen. Perfekt. Das war ein perfektes Beispiel, dass ich eigentlich nicht aufsteigen würde. Aber ist auch okay. Laufe ich halt das Stück. Wir fahren auch gleich nochmal ein Stück zurück. Du sollst ja nicht auf die Tür stehen, du sollst in die Wand stehen. Der Wagen haut schon vor uns ab. Perfekt. Also. Mal gucken, wie die Federung ist. Ja. Naja, Mann. Na gut, ja. So, dann werde ich ihn kurz mal. Ach, eigentlich wollte ich erst bremsen, aber okay. So, dann werde ich ihn kurz einmal zurück einlagern und einmal wieder anfordern. So. Weil jetzt testen wir, was der so aushält. Ob er eine Rakete aushält. Oder nicht. Ja, Leute. Ach nee, warte, erstmal müssen wir noch gucken, wie er von innen aussieht. So, Leute. Wie halt wie so ein Rennflitzer, ne? Ja, innen haben wir leider kein Licht. Leider nicht. Das heißt, wir können auch nicht sehen, ob das Radio, Kassette oder sonstiges ist. Wir können es nicht sehen. Und ja, Leute, hier sehen wir nichts. Da sehen wir auch nichts, außer ein paar Autos vorbeifahren. Ja, was soll ich jetzt noch weiter dazu sagen? Gibt's eigentlich nichts zu sagen. So. Stellen wir wie gesagt mal aus. Aber ich würde sagen, der hält safe nichts aus. Safe nicht. Ja. Da ist doch, der hält nichts aus. Nee. Also für Gelände, Leute, die auf Geländefahrzeuge stehen, die könnte ich gerne dieses Auto holen. Ja, aber so für die Garage stellen braucht man ihn nicht. Also um Platz zu verschwenden braucht man den nicht. Also wer jetzt Geländefan ist,
kann gerne sich den kaufen, den Wertbedrattel. Also Empfehlenswert ist nur für die halt an Geländewagen und so interessiert sind, ne? Da sage ich winke winke, ciao ciao und bye bye.